Also ich bin der Dominik, ich studiere im Moment im sechsten Semester hier in der Makromedia Mediendesign und ich habe mein Auslandssemester in der National University in San Diego verbracht. Letztendlich es war jemand von San Diego hier in unserer Hochschule und hat quasi einen Vortrag über die Universität da gehalten, hat über das Curriculum gesprochen. Das Curriculum hat mich sehr angesprochen, weil ich eben in meiner Zukunft in den Motion und in den interaktiven Bereich gehen möchte. Und genau das ist eben in dem Curriculum vorhanden gewesen. Zum anderen muss ich sagen, dass ich sehr gerne reise und vorher noch nie in Amerika war. Das Besondere an der National University in San Diego sind zum einen auf jeden Fall die Dozenten, weil sie geben sich sehr viel Mühe, um dir den Stoff wirklich sehr gut erklärend nahezubringen. Zum anderen die Projekte. Es sind nicht unbedingt firmenbezogene Projekte, aber es sind fiktive Projekte, die den Stoff quasi sehr gut vermitteln und durch die man das quasi sehr gut lernen kann. Und ich muss auch zugeben, die Ausstattung von der University ist sehr, sehr gut, weil man hat verschiedene Kameras hat man zur Verfügung, man hat eigentlich alles, was man so braucht, um gute Sachen umzusetzen. Ich habe keine starke Eingewöhnungszeit in San Diego. Das lag vor allem daran, dass die Hochschule ein paar Einführungstage uns eben gegeben hat. Wir haben uns gegenseitig kennengelernt und durch das fiel es mir eigentlich relativ leicht. Wir hatten ein Haus, das war nicht weit weg vom Strand und das ist halt relativ ein cooles Gefühl, wenn man in der Früh aufwacht, aus dem Fenster schaut und das Meer rauschen hört. Durch das Auslandssemester habe ich eigentlich noch viel mehr den Umfang von interaktiven Medien kennengelernt, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich mich jetzt für ein Praktikum entschieden habe, was genau in diese Richtung geht. Tipps für meine Kommilitonen, die jetzt folgen nach San Diego, habe ich sehr viele. Es gibt drei verschiedene Bereiche, wo man wohnen kann. Zum einen, es gibt Downtown. Downtown ist eigentlich eher so der Business District. Da würde ich persönlich nicht empfehlen, eine Unterkunft zu suchen. Und dann gibt es noch zwei Beach Areas. Es gibt einmal Pacific Beach und einmal Ocean Beach Area. Das sind eigentlich ziemlich ähnlich, sind nicht weit voneinander entfernt, aber sind beide für Studenten sehr gut ausgelegt. Es ist sehr wichtig, dass ihr quasi eure Zeit auch wirklich nutzt, weil nämlich das halbe Jahr oder die vier Monate, die vergehen so schnell. Und man hat auch relativ viel Freizeit und ich würde euch sehr ans Herz legen, ein Auto zu mieten und viele Ausflüge zu machen, oft ans Meer zu gehen und einfach Spaß haben und es zu genießen. 18 Partnerhochschulen, 6 Monate, 5 Kontinente. Ein Fachsemester auf Englisch, unterrichtet durch ausländische Experten, geprägt durch interkulturelle Erfahrungen und Branchenpraxis. Das ist das Auslandssemester an der Hochschule Makromedia.